Grüß euch und hallo zusammen. Es ist Ende Januar und es taut. Es regnet, der Hof ist eisig, der Schneeberg schmilzt und ich habe mir das Güllefass angehängt. Nein, ich möchte jetzt heute nicht Gülle fahren bei dem Wetter. Erstens dürfen wir noch nicht wegen Sperrfrist. Zweitens dürfen wir noch nicht wegen Schnee auf der Fläche. Platz haben wir auch noch genug in der Grube. Nein, ich habe Probleme mit meinem Spaltenboden. Hinten bei meinen Kälbern steht die Gülle bis Oberkante Unterlippe. Und jetzt fahre ich aus der Güllegrube etwas dünnflüssige Gülle in den Spaltenboden da hinten in das Eck rein und hoffe so, dass ich diese Verstopfung lösen kann. Jetzt habe ich das Fass erstmal ausschaufeln müssen, weil das war. Ich habe es dann doch nicht mehr unter Dach gestellt und habe gut Schnee drauf gehabt. Fass steht unter dem Rohr. Mein Grüm schaut auch interessant aus, eine Schneelandschaft. Aber ihr seht, da war noch jede Menge Platz drin. Schauen wir mal, ob es pumpen geht. Oh, läuft. Also so früh im Jahr schon eine Verstopfung in der Gülle bei meinen Kälbern, das habe ich sonst auch selten. Aber wie es so ist, und sind wir froh, dass wir jetzt Tauwetter haben. Und hier habe ich mal ein Problem. Mädels, geht es mal auf Zeiten. Also da der Spaltenboden, der ist zu. Geh mal weg da, komm. Der ist zu, vor allem hier. Und jetzt haben wir hier schon mal mit dem Radlader ausgeschaufelt, damit wir nicht so viel Platz haben. Jetzt fahre ich mit dem Güllefass da rein und lasse flüssige Gülle aus der Güllegrube da drauf und dann hoffen wir, dass es durchreißt. Das ist quasi meine Toilettenspülung. Ich pumpe hier dünne Gülle rein und die läuft durch die Spalten runter und löst einfach hier die Verstopfung. So ein Sauwetter. Ringer tut's. So, jetzt fahren wir da in den Stall rein. Das ist natürlich alles nicht ganz so einfach, weil alles eisig ist. Aber mit dem Allrad geht's schon. Ich hatte schon Sorgen, ob ich Schneeketten brauche, aber es geht ohne. Da geht es natürlich auch schon ein bisschen knapp rein, aber easy. Ja. Und jetzt rangieren wir da so rückwärts hin. Mal vorsichtig sein, dass es den Schwampert da rein. Und passt. So, da haben wir einen Schlauch. Schaut jetzt natürlich ganz schön böse aus, wenn die Gülle reinläuft und die Füße nass werden. Aber das ist das Einzige, was hilft. Also es läuft hier schon überall ganz gut ab. Läuft, funktioniert, wird immer besser.
Wir haben jetzt 4 Fässer Gülle reingefahren hier in den Spaltenboden und haben mit der Pumpe umgespült. Und jetzt schauen wir uns mal den Spaltenboden an. Da sind wieder Spalten sichtbar. Das ist noch nicht perfekt, aber die Damen stehen auf jeden Fall wieder auf trockenen Füßen. Und jetzt heißt es natürlich für mich am Ball bleiben, dass man das nicht gleich wieder verstopft. Aber er sagt ja, die nächsten Tage warmes Wetter und Regen. Und da muss ich vielleicht nochmal 1-2 Faser Gülle reinfahren hier und fleißig umspülen und dann bringe ich das schon wieder raus. Also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es mal einen Daumen hoch und fährt euch. Bis zum nächsten Mal.